Die Fraktionssitzung heute wird eröffnet von mir mit dem Glückwunsch an die Bundeskanzlerin zu 10 Jahren Bundeskanzlerin in Deutschland. Ich werde darauf hinweisen, dass in dieser Amtszeit Deutschland gut vorangekommen ist und dass wir gut dastehen, dass wir schwierigste Situationen in diesen 10 Jahren bewältigt haben, wenn ich an die Finanz- und Wirtschaftskrise denke. Und viele nicht geglaubt haben, dass der Satz stimmt, den die Bundeskanzlerin damals gesagt hat, wir werden aus der Krise stärker herauskommen, als wir hineingegangen sind. So war es dann. Und wir haben jetzt wieder eine schwierige Situation mit der Zahl der Flüchtlinge. Und auch da bin ich sicher, dass wir dies bewältigen können und damit zeigen, was wir tatsächlich auch leisten können. In diese 10 Jahre fällt auch ein Wahlergebnis vom Jahr 2013, das eine Fraktion in einer Stärke hervorgebracht hat, mit der niemand gerechnet hat. Und dies ist natürlich ein Verdienst von vielen, allen, jedem in seinem Wahlkreis, aber natürlich auch von der Arbeit unserer Bundeskanzlerin. Wir reden dann über den Bundeshaushalt. Der Bundeshaushalt wird trotz der Herausforderungen mit den Flüchtlingen ein ausgeglichener, sprich ein Haushalt sein ohne Neuverschuldung. Und so wollen wir auch in das Jahr dann 2016 und 2017 gehen, um dieses Ziel einzuhalten. Dazu ist erforderlich, dass die Wirtschaft weiter wachsen kann. Und deswegen muss auch alles getan werden, um die Wirtschaft auch die nötigen Spielräume zu geben. Es wird in diesen Tagen sehr intensiv darüber diskutiert, was nun an Gesetzentwurf aus dem Bundesarbeitsministerium kommt zum Thema Leiharbeit und Werkverträge. Und da möchte ich zur Beruhigung und zur Klarstellung allerdings auch sagen, das, was im Koalitionsvertrag steht, wird umgesetzt. Und wenn Kritik an dem geübt wird, was im Koalitionsvertrag steht, dass dies nicht ginge, dann muss man sagen, kann ich diese Kritik nicht akzeptieren. Denn was wir vereinbart haben, weiß jeder inzwischen. Und ich habe mehrfach darauf hingewiesen, nicht über den Koalitionsvertrag hinaus, aber das, was vereinbart wurde, wird auch so umgesetzt. Wo es mit der Umsetzung offenbar schwieriger ist, ist in dem weiteren Paket zu Asyl- und Flüchtlingspolitik. Da haben die drei Parteivorsitzenden ja eine Vereinbarung getroffen. Die konnte, das wäre eigentlich am Sonntag oder heute im Kabinett zu verabschieden gewesen, ist nicht gelungen, weil die SPD Einspruch eingelegt hat. Was ist der Hintergrund? Wir können von Seiten der Union und vor allem der Unionsfraktion nicht erkennen, dass es in der jetzigen konkreten Situation notwendig ist und einen Sinn macht, eine EU-Richtlinie umzusetzen, die schon vor Jahren beschlossen worden ist und die erhebliche Verbesserungen im Bereich Asyl und Flüchtlinge vorsieht, nachdem wir jetzt gerade eine Reduzierung von Dingen gemacht haben. Und das machen wir nicht mit. Wenn beispielsweise geklagt wird, es muss im BAMF alles schneller gehen. Und dann steht in einer solchen Richtlinie drin, dass die Flüchtlinge einen unbegrenzten Auskunftsanspruch haben, dass dafür Rechtsanwaltskosten übernommen werden sollen. Da muss ich sagen, dafür habe ich nun wirklich wenig Verständnis, wenn wir alles tun, um die Verfahren zu beschleunigen und dann zugleich neue Punkte aufrufen würden, die die Verfahren wieder belasten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die SPD sich einkriegen wird und dass wir das dann hinbekommen. Die Zeit wird knapp, wenn wir es in dem Jahr noch machen wollen. Aber da ist klar, wir wollen diese Richtlinie nicht umgesetzt haben und es war auch nicht vereinbart. Und ich rate allen, so wie ich gesagt habe, was im Koalitionsvertrag vereinbart ist, wird umgesetzt, dass wir gerade in einer so schwierigen Zeit das, was wir miteinander vereinbart haben, umsetzen und nicht, wenn etwas vereinbart wurde, gleich noch hinten drauf mit neuen Forderungen zu kommen. Herzlichen Dank.